Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir sind auf der Alpenmap. Man sieht es im Hintergrund. Unschwer zu erkennen wird das nicht an der Nordsee sein. Wir sind auf der Alpenmap auf Neumünnebrunn. Es gibt wieder was zu tun. Es gibt jede Menge zu tun, wie immer. Wir sind im November, haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet, haben die Produktion bzw. die Ernte der Sonnenblumen abgeschlossen und somit in die Produktion geworfen. Und zwischenzeitlich war da hinten am Feld hier hinter dem Kuhstall das Ackergrasfeld, war übrigens auch erntereif. Das habe ich mittlerweile auch abgeerntet und das Heu in das Silo gebracht. Was wir heute machen wollen, ist ein bisschen, denn das ist mir auch aufgefallen, wir haben ja gar keinen Strom mehr lose. Und das ist ein kleines Problem, denn wir können nur hier in den Mischwagen entsprechend Strom machen. Wir können natürlich die Ballen einwerfen, aber das Problem mit den Ballen ist, die sind zu groß. Ja, also wir kriegen dann unsere Mischung nicht hin, denn die Ballen haben irgendwas um die 7500 bzw. 8000 und das ist tatsächlich zu viel. Wir schauen mal kurz rein. So, wir sehen also Stroh 7500 und Stroh 8250. Das heißt, wir kriegen mit dem Futtermischer das dann nicht in der richtigen Menge gemischt und dann haben wir nämlich keine richtige Mischration. Deswegen werde ich jetzt hier die Ballen mal auflösen und ich überlege gerade 18, das sind 16.500, auch die werden wir jetzt erstmal auflösen und das müssen wir leider machen, ja, mit unserem Futtermischwagen. Also das heißt wieder mal ein kleines bisschen tricksen und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt gleich. Also, wir haben unsere Ballen hier rausgenommen. Die haben jeweils 8500. Und dann werfen wir die hier einfach. Servus, Charlie. Einfach in den Futtermischer. Lösen damit die Ballen auf. Aber eben nur genau zwei Stück, denn der Mischer hat 22.000 Volumen. Und wenn wir jetzt zu viel Ballen reinwerfen. So, da geht es sogar schon los. Da löst er die bereits auf. Aber wenn wir eben zu viel einwerfen, dann geht uns das restliche Stroh flöten. Und wenn wir das dann hier eingeworfen haben, dann werden wir das natürlich überladen in unser Silo, damit wir dann hier loses Stroh haben, um damit wieder Futter herzustellen. Ja, das werden wir nicht nur hier machen, sondern das werden wir dann jetzt auch gleich oben machen an unserem kleinen, ja, Alpen- bzw. Berghof. Wir schauen jetzt aber gleich mal hier rein und zwar in unseren Bereich. Quatsch, wir müssen in die Produktion gehen. Dort haben wir ja das Silo. So, wo haben wir denn das Silo? Übrigens, die Zucker haben wir jede Menge. Und Öl seht ihr auch. 19.000 habe ich eingeworfen. Also so ganz ergiebig waren die Felder nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und ein Teil, 7.000 oder 8.000, habe ich für unsere Schweine, fürs Futter. Ich glaube, da brauchen wir nämlich auch Sonnen. Also ich habe auf jeden Fall einen Teil zurückbehalten in Reserve. So, wo haben wir denn das Silo? Hier haben wir es. Also hier sehen wir jetzt Stroh 49.500. Dabei können wir es auch belassen. Ich schaue jetzt gerade mal, wie es... da können wir auf jeden Fall... So, da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was einwerfen. In unseren Stall. Aber das werden wir hier nicht mit diesem Liebherr machen, sondern... Ich habe was Neues gekauft. Wir fahren mal zum Händler. Sodele, kommt da was? Nein, da kommt nichts. Wir fahren zum Händler, denn dort habe ich mittlerweile wieder mal was eingekauft und parat, da steht's parat und wir werden das entsprechend jetzt austauschen, einen neuen Teleskoplader. Und der eine oder andere wird es von euch eventuell schon erraten bzw. erahnen können. Ja, also die Felder sind soweit hier abgearbeitet. Ich habe hier das rechte Feld mittlerweile auch mit Mist schon mal wieder vorgedüngt, weil ich habe dann gemerkt, wir haben hier einen Miststreuer geliehen und der steht eigentlich immer nur rum und wird nicht benutzt. Da haben wir gedacht, okay, jetzt schmeißen wir mal die Miste aufs Feld, damit das schon mal hier ein bisschen vorgedüngt ist. Das Gerät habe ich dann auch wieder zurückgegeben, um Kosten natürlich einzusparen. Ähnliches übrigens auch mit unserem tiefen, lockerer Pflug, in Anführungszeichen. Auch der war ja nur gemietet, aber den werden wir dann nächstes Jahr kaufen, weil warum soll
wollen wir jetzt über die Jahre, über die Jahreszeit hier, über die Jahreswende den Winter für das Gerät hier entsprechend bezahlen, wenn wir es nicht brauchen. So, das waren hier unsere Sonnenblumenfelder. Die sind abgeerntet. Und jetzt haben wir nur noch ein einziges Gerät in der Miete und das ist diese Schnecke, diese Transportschnecke für den Misthaufen, die Miste im Schweinestall. So, Dele, da steht er, der Neue, da gehen wir gleich hin. So, der Liebherr, den haben wir, glaube ich, mal Gebrauch gekauft, oder? Weil der hat ja jetzt auch schon... Ach, Quatsch, das ist... Sorry. Nee, 03, also den haben wir natürlich nicht Gebrauch gekauft. Das heißt, der müsste uns doch noch hoffentlich ein bisschen was bringen. 62.000, das ist okay. Ich glaube, neu kostet er 79. Also, weg damit! So, und dann ist auch der Preissprung hier zu unserem neuen Gerät nicht mehr ganz so groß. Aber der Krone kostet natürlich schon ein bisschen mehr. So, das ist also der Krone. Den habe ich mir jetzt mal geholt. Das war ein neuer Mod. Der war im Mod-Hub. So, Entschuldigung. Und natürlich müssen wir hier auch erstmal den Motor einschalten. Es blinkt. Und wir fahren mit dem Teil zum Hof. Werden nochmal ein bisschen Stroh einwerfen bei den Kühen. Jetzt überlege ich gerade. Irgendwas wollte ich doch noch machen. Irgendwas wollte ich doch mit hochnehmen auf unser Alpen, unser Berghof. Ha! Da hatte ich irgendwas im Hinterkopf und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Also, wir werden jetzt Stroh einwerfen. Und dann schnappen wir uns den. Und dann fahren wir mit dem Steier hoch. Ach, stimmt ja. Klar. Stopp, stopp, stopp. Kommando zurück. Genau, ich hatte es ja von der Schnecke. Die brauchen wir eigentlich auch für den Berghof. Denn dort haben wir auch Mist. Und den müssten wir ansonsten rausschaufeln. Und das will ich mir eigentlich ersparen. Und der Kollege hier hat doch eine Anhängerkupplung. Und dann müssten wir es doch damit zum Hof bringen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, also die Schnecke, Schnecke, Schnecke. Wo war das? Förderbänder. Unter Förderbänder. So, das Teil hier, nein, doch gemietet. Also, genau, das hat funktioniert. Das sollte funktionieren, weil das ist gar nicht so einfach, gell? Hier gibt es einige Förderbänder. Und mit dem hier habe ich auch schon mal probiert. Das hebt auch vom Boden auf. Die anderen hier heben einfach nicht vom Boden auf oder machen eben jetzt keine Miste, sondern eben nur spezielle Geschichten. Und das hier ist eigentlich relativ günstig. Ja, das nehmen wir mit. Und das kaufen wir diesmal. Ist ja nicht mehr wie bei armen Leuten hier. So. Dann schauen wir mal. Das müsste doch jetzt hier hinten dran gehen. Das tut's aber nicht. Ach was. Okay, das tut's nicht. Aber wir haben doch hier ein Zugmaul. Naja, okay, dann halt nicht. Dann werden wir es halt mit dem Steier holen, weil wir fahren dann sowieso mit dem Steier gleich hoch. Devil, Devil. So, Dille. Ja, wie gesagt, die Felder sind alle abgeerntet. Einige haben wir schon vorbereitet fürs neue Jahr. Die anderen werden wir erst im März oder im Februar vorbereiten. Da haben wir ja dann genügend zu tun, beziehungsweise auch Zeit. Aber jetzt schauen wir mal, was hier der Krone drauf hat. Weil ich denke, den werden wir dann auch demnächst auf den anderen Projekt-Maps sehen. Zum Beispiel auf der Alteiche. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch für den Hof einen Teleskoplader. Und da liebäugle ich ebenfalls mit diesem wunderschönen Gerät. Ja, schönen tiefen Dieselton. Da muss man erstmal ein kleines bisschen hier genießen. Aber ich finde, er lenkt ein bisschen stark ein. So, da sind wir auch schon wieder am Hof angekommen. Dann schnappen wir uns den Ballenspieß. Und wir haben ja oben auf dem Berghof haben wir ja auch einen Futtermischer. Ups. Warum der das immer so macht, ist auch merkwürdig, aber okay. Und dann müssen wir sowieso mal uns überlegen. Aber ich denke hier, diesen Wickler, den nehmen wir für den,
für das andere Feld, beziehungsweise genau für das andere Feld, das zweite, was wir jetzt ja neu haben, wo ja oben der Xerion parat steht. So, ja, Charlie, servus, ich grüße dich. So, was nehmen wir? Ein Quaderballen, Heu? Nein, wir brauchen Stroh. Ja, nehmen wir mal einen. Ich denke, der wird's tun. So, dann müssen wir mal vorsichtig sein, weil sonst landet er sofort wieder im Ballenlager. Weil das kann ja nicht schaden, wenn wir unseren Kühen ja mal ein bisschen Einstreu geben, weil das können wir ja hier zum Glück ablegen. Und dann sollte es doch verschwinden. Schwupp, weg ist es. Sehr schön. So, der Kollege gefällt mir ganz gut. Also die Kanzel, das hat schon was. Wenn das jetzt natürlich noch ein Glasboden wäre, ne, dann wäre das noch witziger. Okay. So, den lassen wir jetzt erstmal stehen. Der ist neu, der bekommt noch Arbeit. Ich weiß, entsteht der hier gut. Ja, den können wir hier stehen lassen. Ja, okay, die Rundumkennleuchte leuchtet auch noch. Lassen wir. Wir holen uns den Steier. So, weil der Steier hat ja hier den Frontladeranbau. Und wir müssen auch unsere Schafe nämlich noch füttern. Und dann können wir da oben auf jeden Fall unsere Kühe füttern, unsere Schafe füttern und auch da mal Einstreu machen, weil Strohballen sind ja oben auf jeden Fall. Und dann nehmen wir eben dieses Teilchen hier mit und dann können wir hier die Miste nämlich auch entsprechend holen. Denn rausschaufeln, wie gesagt, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Und einen Trigger oder ähnliches zum Rausnehmen wüsste ich jetzt nicht. Das könnten wir übrigens mal probieren. Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe diesen Stall schon mal irgendwo anders verwendet. Ich bin der Meinung auf Neubartelshagen. Und da mussten wir nämlich auch rausschaufeln, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die neue Mini-Brunnen. Sehr schön. Also die läuft jetzt auch schon. Das Folge 104. Ja. Ja, die Map mag ich genauso wie die Alteiche. Das sind alles, ich sag mal, übersichtliche Maps und trotzdem hat man hier viel zu tun und hat doch auch Wege. Aber dadurch, dass ja das Dorfzentrum, ich sage mal, in der Mitte liegt, also das Dorf als solches und auch der Hof damit, hat man dann doch, ich sage, überall hin dieselben Wege. So, das schnappt er sich merkwürdigerweise, ne? Wo hängt er denn das dran? Ach so, okay. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das hoffentlich so geht. Kommen wir hier so raus? Weil das Teil ist ja jetzt schon ein bisschen... Doch, das geht. Sehr schön. Dann fahren wir hier die Bergstraße lang, ganz normal. Zu unserem Hof. Zu unserem Alpenhof oder zu unserem Berghof. Vielleicht sollten wir den Höfen mal einen Namen geben. Das wäre doch auch witzig. So wie eben auch auf der Alteiche, ne? Windhof, Glückshof, Wellerhof, Dorfhof. Wer heißt nochmal der fünfte? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, oh, wo sind wir da jetzt hängen geblieben? Hä? Wo sind wir denn da jetzt hängen geblieben? Merkwürdig, oder sind wir zu schnell? Ja, wir müssen das ein kleines bisschen im Auge behalten, aber das wundert mich jetzt gerade, weil... Da war doch nichts. Oder? Nee, da können wir doch nicht irgendwo oben hängen bleiben, oder? So, wir genießen die Aussicht aus dem Führerstand. Aus dem Fahrzeugführerstand hier. Wunderbärchen. Ah, das ist schon toll. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend für die Traktoren, dass wir immer hier hoch müssen, also beziehungsweise diese Bergfahrten haben. Da braucht man dann schon PS. Ich meine jetzt für diese Schnecke jetzt als solches nicht. Aber... Jo.
So, da fällt mir gerade ein. Leute, da fällt mir... Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? So, da haben wir ja übrigens noch unsere kleine Plantage, beziehungsweise unsere... Na, wie heißt das jetzt wieder? Unseren Reben, unser Rebenfeld, unser Traubenreben. Und da können wir natürlich auch mal überlegen, ob wir hier mal einsteigen. Aber ob sich das jetzt wirklich lohnt, die Gerätschaften dafür alle zu holen, nur damit wir ein bisschen Müsli machen. Denn für das Müsli, wir haben ja eine Müsli-Fabrik hier noch auf der Map. Die ist sozusagen dann das Highlight, beziehungsweise das letzte oder die letzte Produktion, die wir im Auge behalten oder im Auge haben, weil wir haben natürlich noch die Spinnerei und die Schneiderei. Jetzt hat er doch schon wieder was gemacht, oder? Wir hatten doch schon mal sowas mit irgendeinem Gerät, wo dann auch jedes Mal rumgebockt hat. Okay. So. Da fällt mir aber gerade ein, da könnte man doch jetzt ein schönes, schönes Thumbnail machen. Wenn wir oben auf der Brücke sind, da bietet sich das an. Weil dann haben wir nämlich wunderschöne Sicht hier aufs Tal. Und dann bringen wir das Ganze ja noch ein bisschen ins Licht. Sehr schön. Kurz mal die Hilfe wieder aus. So, wo sehen wir denn wunderbar das Tal? Hervorragend. Ich glaube, so ist doch wunderschön. Schöne Thumbnail hier. Ich bedanke mich. So, jetzt bringen wir dich da hoch. Das Gerät ist ja zum Glück nicht so schwer. Das schaffen wir hier mit dem Steier. Und ich überlege gerade, wir könnten natürlich dann auch mal ein bisschen Milch mit runterbringen. Aber wir haben ja eigentlich jetzt erstmal genügend noch zu tun. So, hier mal am Futtermischer vorbei. Das müsste doch gehen. Okay, zack. Dann machen wir hier mal das Tor auf. Yep. Yep. Dann springen wir hier rein, machen den Motor an. Und jetzt ist nur die Frage, kriegen wir dieses große Teil da überhaupt rein? Ja, wir müssen da auch noch ein bisschen hoch, glaube ich. Ja, nochmal kurz raus. Ja, damit wir so einigermaßen mittig sind, ne? Ja, da tut sich echt ein bisschen schwer. So, jetzt... Ah ja, ich sehe schon, das wird ein bisschen... Augenblick, jetzt müssen wir die Hilfe wieder einschalten. Wie kriegen wir das Ding jetzt hoch? Augenblick mal. Hä? Rechter Stick. Merkwürdig. So, also dann fahren wir das Ding mal ganz aus. Und dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen reinfahren. Ja. Ist vielleicht ein bisschen groß, ne? Hier für den Schweinestall. Aber es geht. Wir lassen es einfach mal so stehen, denn wir kommen ja hier auf jeden Fall vorbei. Das passt soweit. Und hier kommen wir auch hier an den Trigger. Also lassen wir den mal hier so stehen. Und dann werden wir sehen, ob das auch funktioniert. So, wir brauchen... Wir brauchen den Kollegen Fendt. Der soll mit unserem Futtermischer fahren. Sehr schön. Und mit dem Steier werden wir jetzt ein paar Ballen dann noch einwerfen. Aber wir können auf jeden Fall auch noch einen Grasballen zu unseren Schafen, weil ich glaube, die brauchen. Ja,
Ja, da steht's Material rum. Dann müssen wir das mal zur Seite bringen. So, was brauchen denn alles unsere Kühe hier oben? Wir schauen mal unten. Das müsste hier irgendwo sein. Genau, das sind die Brown Swiss. Ah, die brauchen ja auch Wasser. An dem Kuhstall brauchen wir ja auch Wasser. Okay. Milch ist genügend da, können wir dann abfahren. Stroh haben sie eigentlich noch. Und ich denke, einmal Futter würde auch gehen. Gar kein Thema. Das heißt, wir springen jetzt erstmal nochmal rüber, denn der Steier, der hat den Frontladeranbau. Einmal ablegen. So, einmal Licht aus. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Okay. Dann das Heckgewicht wieder dran. Besser ist es. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, wir haben ja im Prinzip denselben Futtermischer wie unten. Das heißt, wir können hier auch Heu, Stroh, erstmal zwei hier rausholen. So, Dille. Ja, das ist spannend. So, nochmal. Silage, Stroh. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die rutschen natürlich dann rein. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das hier der richtige Piekser ist. Ah, der will die nicht richtig nehmen, ne? Okay. Dann rutschen die wieder rein. Da müssen wir es versuchen von der Seite. Ist jetzt vielleicht nicht die schönste Art, aber viel anders geht es jetzt leider nicht. So. Ups, ups. Ja, zum Glück haben wir das Gewicht dran gemacht, ne? Okay, er nimmt die Ballen bereits an. Jetzt müsste der erste schon mal gleich verschwinden. Oder sie verschwinden wohl beide gleichzeitig. Sehr schön. Dann werden wir in der Zwischenzeit nicht gegen den Baum laufen. Ja, vielleicht doch. Wir brauchen noch Heu. Da hatten wir doch gerade Heu. Ich denke, ein Quaderballen einer sollte reichen. So, Dele. Ja, da werden wir vermutlich auch wieder dasselbe Problem haben. Und das von der Seite anfahren. Ich glaube, da tun sich die Rundballen etwas leichter. Dann kriegen nämlich unsere Schafe nochmal gleich ein bisschen Heu. Mal gespannt, ob der verschwindet. Naja. 13.000 ist aber voll, ne? Ja, passt schon. Okay, und der Ballen hat auch nur noch 3.200 Liter. Wir fahren jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Abkippseite. Wo haben wir denn die Abkippseite? Ist rechts. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geschickt. Wir bräuchten sie links. Dann fahren wir hier einmal um unseren Stall herum. So ist ja der Plan. Das geht zum Glück mit dem Mischer. So, und da sehen wir dann auch wieder wunderbar auf unsere Map runter. Bin fast am Überlegen, ob wir hier auch noch ein schönes Thumbnail machen. Könnte eigentlich nicht schaden, ne? So, zack. Bingo. Und dann werfen wir das hier jetzt in unseren Bunker. Das sollte doch hoffentlich klappen. Ja, sehr schön, das klappt.
Wir schauen auch mal, ob es auch wirklich klappt. Das müsste jetzt sein. Augenblick. Ist das jetzt ein anderer? Ja, das ist der hier. Stroh, wunderbar. Heu und Silage haben wir alles. Dann können wir jetzt hier auffüllen. Dazu wieder die Hilfe einschalten. Denn, wie gesagt, wir machen immer erstmal Stroh rein. So circa 5000. Genau. Dann Heu. Circa auf 12 auffüllen. Und dann mache ich mit dem Rest die Silage rein und fülle auf. Und dann passt das nämlich so ziemlich genau. Sehr schön. Bei 22.000. Dann müssen wir jetzt wieder die Auskippseite ändern, nämlich nach rechts. Also da sind wir ja sehr, sehr flexibel. Ach, es geht auch so. Wunderbar. Da kippt es auch in die andere Richtung aus, aber das machen wir nicht. Wir kippen nach rechts aus. Und dann haben unsere Kühe wieder Futter und Material. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben wieder mal ein bisschen was geschafft hier auf der wunderschönen Alpenmap Neu-Minibrunn. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wieder mal Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.